Digga, 1.076.000 Aufrufe. 2016. Unglaublich, Digga. Einfach 7 Jahre her. Hier in dem Let's Play ist das entstanden, also nicht genau in dem, aber in der Let's Play-Reihe mit Philippe die bunte Smarties. Kennt ihr das noch? Krass. Boah, Gänsehaut, Digga. Am ganzen Körper die Melodie kommt. Ich sehe genau gleich aus. Was geht ab, meine lieben Freunde, euer Uni und herzlich willkommen zum ersten Prison Break Let's Play. Ja, meine Freunde, heute ist es endlich soweit. Meine Lieblingsserie Prison Break werde ich gemeinsam mit euch Let's Playen. Das Spiel. Bin ich dumm oder sehe ich da älter aus als jetzt? Ich schwöre, ich sehe da älter aus. Guck mich jetzt an. Guck mich da an. Einfach älter, ich bin jünger geworden, krass. Was schon über 8 Jahre alt ist, werde ich jetzt zum ersten Mal gemeinsam mit euch spielen, Leute. Und ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie sehr ich mich darauf gefreut habe. Ich wollte es schon so lange bringen, aber heute ist es endlich dazu gekommen. Mafia 3 ist vorbei. Mafia 3. Ein neues Spiel, nämlich Prison Break, Alter. Viele von euch haben es sich auch gewünscht. Und es hat auch nur eine Spielzeit von 8 Stunden. Und ja, boah, ich habe im Internet Stunden. Meinungen zu dem Spiel gelesen. Viele meinten, es ist nicht so gut. Also es hat auch nichts mit der originalen Serie zu tun. Aber natürlich sind da die originalen die Melodie, bitte. Synchronsprecher dabei, sogar die Deutschen. Die originalen Schauspieler, alles ist so. Das ist so geil, dem einfach die originalen Synchronsprecher alles gab, man. Wie in der Serie, nur die Story ist halt anders. Man ist, glaube ich, so, man spielt so einen anderen Typen, der in den Knast kommt, um die Jungs zu töten oder sowas. Irgendwie sowas in der Art wird es meine sein. Stimme ist aber, ich habe gedacht, wir werden uns einfach überraschen. Jetzt bin ich erwachsen geworden, ein Mann mit einer tiefen Stimme. Lassen und gucken, was da kommt mit Leute. Vergewaltigt jetzt schon mal den Like-Button. Vergewaltigt den Like-Button. Boah, früher durfst du noch solche Wörter sagen, ja? Wenn ich das jetzt sage, direkt. Oh, er wird gekämpft. Die Staffel von Prison Break und diejenigen, die noch nicht die Serie gesehen haben, denen möchte ich gerne hier mit auch zeigen, dass sie sich bitte diese Serie anschauen sollen. Es ist keine Produktplatzierung. Ich mache das wirklich, weil die Serie mir so krass gefällt vom ganzen Herzen, Alter. Digga, guck mal, was ich damals für eine Werbung gemacht habe für diese Serie, Alter. Wirklich, für diese Serie. Moment, ich muss jetzt dieses Foto holen. Ihr müsst es sehen nochmal. Muss nochmal her, hier. That's the real shit, man. That's the real shit. This one. Das ist der real shit, Leute. Genau das. Genau das, Digga. Einfach mit Schofield, Digga. Ich mach einfach ein Foto mit Schofield, Digga. Wisst ihr, wie krass das für mich ist? Das ist wirklich geil. Das ist kein Photoshop, Alter. Das ist ein Photoshop. Das ist mir auch so ein Photoshop. Auch wenn ich dafür kein Geld bekomme, das jetzt alles hier zu sagen, was ich sage, mache ich das trotzdem, weil mir die Serie einfach so gut gefallen hat. Da lernt man so viele Sachen kennen und da sind auch so viele krasse Schauspieler dabei. Wir klicken jetzt mal auf Fortfahren hier. Ich habe mir schon ein Konto eingerichtet, viel Gaming TV wählen. Und ja, Freunde, jetzt können wir starten hier. Neues Spiel. Ja, einfach Zweikampf. Zweikampf-Option, Credits. Ey, wenn ich schon die Musik höre, das ist die Originalserie. Ich komme nicht klar, Alter. Ich weiß, viele meiner Zuschauer, die habe ich damals schon dazu angetrieben, die Serie zu schauen. Aber ich hoffe, dass jetzt die neuen Zuschauer auch mal die Serie schauen werden, weil die ist einfach so krass, Mann. Ich hoffe, das wird eine coole Let's Play-Reihe. Ich würde Geld zahlen, wenn die jetzt nochmal ein Spiel rausbringen mit PS5-Grafik. Bruder, was würde ich dafür zahlen? Ich würde wirklich Geld zahlen dafür. Werden. Das Spiel wird hoffentlich nicht so schlecht sein und es ist aber auch wirklich schon von 2008 oder so, also extrem alt und ich spiele das jetzt auf PC, also ich spiele zum ersten Mal jetzt hier mit Maus und Tastatur und Digga, ich bin mal gespannt, was mich da erwartet. Also Schwierigkeit würde ich sagen, machen wir auf jeden Fall auf normal, normale Gegner, normale Wärter, würde ich sagen, geht's auch direkt los. Mit Tätowierungen siehst du wie ein echter Sträfling aus. Okay, Leute. Es sind 7 Männer draußen, ich wiederhole, 7 Häftlinge entkommen. Aha. Holt die Hunde! Guck mal diese Grafik, Alter. Alle Wärter zum Haupttor! Mein Name ist Tom Paxton. Ich bin auf einer Geheimmission für die Company im Fox River Staatsgefängnis. Wenn Sie das hier hören, bin ich tot. Häftlinge über die Mauer! Ausbruch! Ausbruch! Tom Paxton. Ich spiele diesen Tom Paxton, glaube ich, der gerade geredet hat, Leute. Okay, man sieht, die Grafik ist jetzt nicht so die beste, aber wie gesagt, das Spiel ist auch schon extrem alt. Den gab's gar nicht in der echten Serie, ne? Nie gespielt, ey. Fox River. So, wow, dieser Soundeffekt. Das ist er. Einige Zeit früher. Das ist der Typ, der sich dann ins Gefängnis. Das Erste, was man in diesem Geschäft lernt, ist, sich abzusichern. Der hat einfach die Stimme von Vegeta, ne? Ist euch das mal aufgefallen? Einfach Vegetas Stimme. Diese Aufnahme ist meine Versicherung. Die Stimme von Vegeta aus Dragon Ball, Alter. Digga, guck mal, wie ich das zeitgleich sage, Alter. Ich bin immer noch derselbe. Ich schwör auf alles. Ich wusste nicht, dass ich das jetzt sage. Ich sag's einfach genau jetzt, wo ich es im Let's Play sage. Krank. Ey. Verrückt. Einfach die Musik, Alter. Das ist aber. Wer ist das denn, Alter? Wer ist das? Wer ist das denn? Der Company-Chef oder was? Neuer Auftrag, Paxton. Du gehst undercover in das Fox River Staatsgefängnis. Oh, bitte, Boss. Gefängnis?
Deine Zielperson ist Lincoln Burroughs. Wir haben ihm den Mord am Bruder der Vizepräsidentin angehängt. Doch jetzt erscheint sein kleiner Bruder auf der Bildfläche, Michael Scofield. Oh, guck mal, sogar echte Fotos, oder? Bin ich dumm? Also eine Art Genie. Überfällt plötzlich eine Bank und wandert nach Fox River. Finde raus, was er vorhat. Secret Service? Ich würde so gerne Synchronsprecher für irgendwelche Filme oder Serien machen, aber bring mich da einer rein, Digga, wie gerne ich das machen würde. Oder zieht die Company die Fäden? Die Company. Wir haben uns Mühe gegeben, Burroughs fertig zu machen. Wir müssen wissen, ob Scofield das alles zunichte machen will. Du magst mich nicht, Mannix. Stimmt. Mannix ist das. Nicht wirklich. Mannix. Das tut nichts zur Sache. Beobachten und berichten, das ist alles. Keine wilden Sachen. Wenn jemand merkt, dass ich Agent bin, war's das. Was ist meine Tarnung? Vorsätzlicher Mord. Das ist doch nett. Hätte auch Kindesmissbrauch sein können. Und Paxton, lass das Aufnahmegerät dieses Mal draußen. Oh, Leute, Alter. Wenn ich diese Musik und alles höre, ne? Ja. Ey, einfach für mich die krasseste Serie, Mann. Ohne Witz, ey. So, jetzt lässt er sich ins Gefängnis, glaube ich, einschleusen, um herauszufinden, was Michael Scofield vorhat. Die Stimme ist auch von Paul Kellerman, genau. Du hast recht, Enes. Aber den Paxton gab... Zellappell, Fiorello. Wieder da, Dumpfbacke? Sieht ganz so aus, Boss. Halt's Maul, blöd, Mann. Da ist Michael. Ich will nur... Ja, Sir. Das ist Michael. Ja, Sir. Das ist Michael. Scofield. Michael Scofield. Ja, Paxton. Das sind wir, Alter. Immer wenn das Wort Fokussieren auf dem Bildschirm erscheint, kannst du einen interessanten Gegenstand heranzoomen. Drücke dazu auf Gänsehaut. F. Gänsehaut. An den Eiern sogar. Ich habe noch nie auf Tastatur so richtig gespielt, Leute. Okay, drücke dazu auf F. Hörst du was im Schilde, Junge? Fokussieren. Sieh mich an und spuck's aus. Ja. Ich guck dir noch an. Du musst lernen, zuzuhören. Digga, chill doch mal, Alter. Krass, Alter. Oh, yeah. War richtig diese Prison Break Feeling, Leute, Mann. Ey, ich hab so Spaß jetzt schon dran, ey. Ich bin gespannt, was man hier machen muss, worum es geht, bitte, Leute. Bitte lass mich das doch zocken. Sophie verfolgt mich auch dabei, Alter. Meine Güte. Es wird, glaube ich, was ganz anderes werden als Mafia. Und ich hoffe, Fox dass auch River, Amana, Chachtem, Alter. Also, Prison Break ist meine Kindheit. Ich bin damit groß geworden seit 2005. Amana, alles ist meine Kindheit. Über 11 Jahre verfolge ich diese Serie. Hab sie schon über 5 Mal gesehen. Was guckst du so? Guck mal da, Michael. Frischfleisch. Auf die Linie mit euch! Ist ziemlich heftig hier, hm? Gefängnis eben. Hier sitzen echt schwere Fälle. Der Southside Butcher, der Typ, der den Bruder der Vize gekillt hat. Keine Ahnung. Du redest nicht viel, oder? Und du hältst nie dein Maul. Das ist ein Gefängnis, ich will hier keine Freunde finden. Jones! Öffne das Tor! Einfach originale Stimme, ne? So krass. Wo ist denn Brad Bellick, Alter? Okay, ihr Tiere, bewegt euren Arsch rein und lernt euren neuen Freund, Captain Bellick, kennen. Bellick, Alter, Bellick! Bellick, der Lelick. Kapitän auf diesem Luxusliner. Hey, pass doch auf! Ich war's nicht. Haltet den Mund, ihr Schwuchteln, und hört Patterson zu. Willkommen in eurem neuen Zuhause. Wir nehmen euch die Handschellen ab, aber macht keine Zicken. Eine falsche Bewegung und ihr verbringt eure Zeit als Paket verschnürt. Und jetzt geht den Gang runter in unser VIP-Begrüßungszentrum. Beeilung, Jungs. Ihr wollt Bellick doch nicht warten lassen. Schneller, bewegt euren Arsch. Da ist er. Unter meiner Aufsicht habe ich alles unter Kontrolle. Das war's. Weitergehen. Das ist die originale... Bellick, Alter. Geil. Ist der nächste Frischling. Geil. Name und Rückennummer. Paxton Thomas. 133-709. Spielst du Spielchen, Paxton? Ich doch nicht, Boss. Gut, denn ich gewinne alle Spiele, die hier drin laufen. Und jetzt verzieh dich. Gehen wir. Mir nach. Was ist da für ein Mutumba da hinten, Alter? Fox River. Boah, Leute, was ein Start, Mann. Boah, welcome home. Welcome home, Leute. Boah, die Musik. Du, die Treppen rauf. Los. Befolge die Anweisungen der Wärter. Die Treppen was rauf. Was glaubst du so, Frischling? Hä? Bewegt euren Arsch. Halt die Schnauze, Alter. Soll ich eine Bombe geben, hä? Gib dir mal eine... Oha. Scheiße! Habt ihr gesehen? Man konnte ihn schlagen, also mit der linken Maustaste schlägt man den. Ich hab den gerade aussehen, eine Bombe gegeben, ich Idiot, ey. Du, die Treppen rauf, los! Okay, komm, wir gehen mal ist das Abruzzi da rechts? Das spielen lässt, das ist krass auf PC, ey. Mein PC ist auch gar nicht mal so schlecht, deshalb sollte das alles ohne Probleme laufen. Ich glaube, Scofield ist vor uns, ne? Komm näher, dann kriegst du ein Geschenk. Fließen. Ist das Scofield? Ja, ne? Michael? Michael! Oh, ich denke, der hört mich. Michael!
Ich rede den Controller. Michael! Sucre mit Sucre! Schofield, rein da! Ist das Sucre? Sucre, du hast deinen neuen Freund. Mach's ihm gemütlich. Sucre. 40, schließen! Paxton, du bist der Nächste. 40, schließen! Seht euch den Süßen hier an. Oha! Avocado, lass den Scheiß. Avocado ist das? Ist das Avocado? Den kenne ich doch. Der Arm wurde einfach in seinen Bombe, Schwanz Alter. Geschnitten, Alter. Wisst ihr noch? Schnelles Event-Tutorial. Folge Tweener in seinen Schwanz geschnitten. Du musst verschiedene Befehle eingeben, um es erfolgreich zu beenden. Es gibt bei jedem Event verschiedene Abfolgen von Befehlen, die eingegeben werden müssen. Okay? So, zurück. Links. Schnapp ihn. Komm. Ich drück doch die ganze Zeit links. Hallo. Rechts. So. Der Avocado, Alter. Der hat doch den einen Jungen wollte vergewaltigen. Alter. Was ist denn los mit dir, hä? Ja, das ist unser Zimmer. Ah, oh, fuck, ich bin so nervös. 44 schließen! 44 schließen! Offiziell existiere ich nicht. Ich bin ein Agent der Company, einer Organisation, die Welt im Gleichgewicht hält. Sie kontrolliert die Wirtschaft und sichert den Frieden. Burroughs ist eine kleine Figur in einem größeren Spiel. Die Company will, dass er wie geplant auf Eis gelegt wird. Und genau so wird es geschehen. Echt? Mein Auftrag ist es, zu beobachten und zu berichten. Aber niemand schickt einen Typen wie mich an einen Ort wie diesen, wenn kein Blut vergossen werden soll. Aha. Aber hoffentlich nicht meins. Boah, wie krank, ne? Das, ey, ich komm gar nicht... Digga, was war das denn? Das nenne ich mal einen Start, ey. Löse das Rätsel. Agent Tom Paxton wurde von der Company der Organisation Burroughs, die Burroughs für den Tod des Bruders der Vizepräsidentin undercover nach Fox River geschickt. Sein Auftrag lautet, wisst ihr noch? Schofield und Burroughs im Schilde führen und dafür zu sorgen, dass Burroughs so Bock, das wieder zu zocken, auf dem ne? elektrischen Stuhl stirbt. Ja, das ist die Aufgabe von uns. Einführung oben links. Ich voll Bock, das zu gucken. Wir versuchen jede Folge so 20, 25 Minuten zu halten. Oha, und jetzt mache ich hier Star Wars 50 Minuten Folgen, Alter. Wir sind jetzt, glaube ich, schon so bei 15 Minuten, müsste es ungefähr sein. Tom Paxton. Etwas über Schofield, seine Tätowierung. Sieht mehr wie ein Southside-Schläger aus als wie ein Statiker. Was hat's damit auf sich? Oh, krass. Der kommt sogar schon auf die Ideen und so nach dem Motto, also ein Statiker will ich doch niemals so tätowieren lassen. So. Was hat es damit auf sich? Oha, fokussieren. Und dicke Schlägerei da unten. Mich spielen so gut wie 80-90% aus, Mann. Das ist schon. Musik ist sehr, sehr wichtig bei Spielen und bei Filmen und all so ein Scheiß. Überall Musik. Digga, das bin ich. Für mich so viel, Mann. Krass. Okay. Schläge? Oh, my, so well, way. Na, hier geht's nicht lang. Gib dir mal eine Bombe, Alter. Da lang die Frage ist. Gib dir eine Bombe in den Mund. Meint ihr, ihr könnt boxen? Hey, Mann, die sind zu zweit, Alter. Ich will jetzt nicht hier für Aufsehen sorgen. Ich will ja versuchen, erstmal hier ein bisschen in die Einführung zu kommen. Die Frage ist, was sind die Duschen, Alter? Also hier sind auf jeden Fall die Digga, mit dem würde ich nicht duschen gehen, Alter. Bickst du da, hängt da so eine Fleischpeitsche. Das ist nicht so richtig, wo wir lang gehen. Kann man auch ein bisschen schneller gehen? Das würde mich auch mal interessieren. Ja, Sarah ist unnormal süß vom Prison Break. Unnormal. Die sieht immer noch jetzt super aus. Sehr schöne Frau. Das ist was anderes, Leute. Ganz ehrlich, richtig süß. Mit Maus und Tastatur zu spielen. Die zwei, Alter, die machen mir schon irgendwie einen komischen Eindruck, wenn ich ehrlich bin. Die kann man auch, glaube ich, schlagen. Ne? Die werden ja markiert. Sollen wir mal versuchen, mit denen zu boxen? Ich weiß nicht, Alter. Sollen wir mal? Sollen wir? Ja, oha. Es geht. Oha! Die Steuere Musik mit der normalen Bewegungssteuerung. Schneller Schlag. Die Musik, also die Trommel. Mit rechts. Ein harter Schlag durchbricht den Block des Gegners. Drücke, während du dich bewegst, um loszurennen. Die Musik. Weiter. Okay, blocke, indem du Shift gedrückt hältst. Ach du Scheiße, Mann. Blockst du im richtigen Moment, wird der gegnerische Angriff verkontert und Versuch verursacht mehr Schaden als der normale Angriff. Eieieiei. Okay, komm. Oha. Zack. Bam. Zack, boah. Decken durch Block, hau den kaputt, tritt drauf, sta, bam, fuck. Digga, was, tritt was für Animationen, Alter. Vergessen. Zack, bam, Junge. Warte mal, der hat keine Chance, Mann, Alter. Komm, knock ihn aus, zack. Oha, der gibt mir voll die Fäuste, Alter. Zack, bam. Tritt drauf. Zack. Komm, jetzt bam. Einen Tritt in die Fresse erledigen. Was können wir ihn erledigen mit Leertaste? Was macht der? Bringt ihn jetzt um, oder was? Zack. Bam. Alter. Oh, fuck, Alter. Hä? Willst du auch eine? Kleiner Vogel, hä? Guck mal, der am Gucken ist. Ich hab schon richtig Angst vor Tom Paxton. Alter, sah es mal aus wie Payet, Alter. Payet, was geht, Bruder? Payet. Will sich auch boxen. Die wollen sich alle boxen, Alter. Dimitri Payet, Alter. Zeig dir gleich Frischfleisch, ey. Was ein Vogel, ey. Ich war da so in meiner Rolle drin. Man merkt das richtig, das Alter. Oh, war richtig in diesem... Hauptthof, geh hinaus. Sei ich selber Tom Paxton. Am Haupthof. Und da hinten, Alter, da sind schon alle unterwegs, Mann. Sucre, Petoschik, ey, alle sind hier, ey. Petoschik, Alter. Alle sind hier. Mann, Leute, das ist... Ich muss erstmal drauf klarkommen, guck dir den mal an. Richtig ein auf Boss, hör so. Was willst du, hä? Die fühlen sich immer alle richtig cool. Zum ersten Mal drin? Ja. Ein kleiner Tipp, Frischling.
Du kannst es auf die harte oder die leichte Tour haben. Auf die harte Tour heißt, Mutterseelen allein im Bunker zu setzen. Die leichte Tour ist, naja, leicht eben. Wofür entscheidest du dich? Leicht klingt gut. Kluges Kerlchen. Siehst du T-Bag da drüben? Er geht mir auf den Sack, bettelt geradezu um Ärger. Verwickel ihn in einen Kampf, dann haben wir eine Abmachung. T-Bag? Machst du es nicht, heißt das Zauberwort Bunker. Oha. Oha, Alter. T-Bag. Wie die den erpressen, ne? Kämpfe mit T-Bag, was? T-Bag. Und ihr wisst, glaube ich, wer T-Bag ist, Leute, ne? Nein. Theodore Bagwell. Da ist er. Da hinten, Alter. Theodore Bagwell. Bagwell. Hammer. Da ist er, Alter. Laufen. Ah, Paxton kann gehen und laufen. Ja, was denn gleich? Was war denn gleich, Ali? Und halte beim Vorwärtsgehen Shift. Was ist denn L-Shift, Alter? Ich schwöre es, ich kenne mich nicht so aus mit den Tastaturen. Deshalb muss ich erstmal schauen. Ah, okay, ich hab's. Perfekt. Hä? Auseinander, Sträflinge. Ich werde dich kriegen, T-Bag. Oh, C-Note. Zwei lächerlichen Lakritzstangen. Guck mal, da. Das werden wir ja sehen. T-Note. Bist du T-Bag? Wir müssen reden. Oh je, braucht der kleine süße Frischling Schutz in diesem Käfig? Ich komm klar. Diesen Kinderspielplatz nennst du dein Revier? Ich will mich frei bewegen. Der Neue will auf meinem Spielplatz spielen? Dann muss der Neue auch Unterhalt zahlen. Es sei denn, du willst kämpfen. Doch dafür hast du gar nicht die Eier in der Hose. Oha. Oha. Scheiße, Alter. Veronica Donovan. Bam. Nein. Junge, T-Bag, Alter, guck mal. Ich hab vergessen zu kontern, Leute, wie das geht. Zack, Deckung durchbrochen. Tritt ihn. Eieieiei, zack. Einfach T-Bag boxen. Alter, die ja klar, Leute, original Synchronsprecherstimme, das ist krass, extra für das Spiel. Perfekt. Voll krass. So, Konter. Zack. T-Bag, du hast deinem Pferdearsch ein Einwegticket in den Bunker gelöst. Ah, es dämmert mir langsam. Wenn ich das richtig sehe, sieht es aus, als ob ich schön aufgelaufen bin. Pass bloß auf, Jammerlappen. Geil mit der Stimme. Guck mal, da hinten, C-Note. Oha. Hör mal die Stimme jetzt. Das ist Sinos. Es mit T-Bag aufzunehmen, bringt dir den Respekt der Brüder hier. Und du kannst die Fäuste fliegen lassen, Weißbrot. Ich heiße Sinos. Willst du dir ein bisschen Kohle verdienen? Puknack. Was denkst du dabei? Das ist Mr. King. Er organisiert die Kämpfe. Alle stecken drin, selbst die Wachen. Verlieren, Ärger kassieren. Gewinnen, breites Grinsen. Junge, Alter, krass, was im Knast hier abgeht, oder? Verdiene dir das Recht zu kämpfen. Sprich mit Jeremiah King. Okay, das machen wir jetzt auch mal direkt. Puknack. Heute. Hätt ihr noch Puknack? Hat einfach so eine fette Goldkette an. Kann man gegen Sandsack boxen? Kann man bestimmt auch. Naja, Sandsack? Kann man trainieren. Guck mal, es ist auf der Karte markiert. Aber trainieren brauchen wir erstmal nicht. Also wir tun uns ducken, also decken mit... Ich glaube, das kannst du nur für Playstation holen. Wir gehen jetzt mal zu dem hin. Guck mal, einfach Mr. King, einfach mit seiner Karte. Hey King, ich habe einen Highspawn gefunden. Der Junge kann zuschlagen. Der große Meister will gewinnen. Na, einfach, guck mal, diese Kette, Bruder. Einfach mit K, Bruder, Maxi King. Was ist das denn? Guck mal, die Kette. Keine Kämpfe mehr, bis ich die Medikamente kriege, die du mir schuldest, C-Note. Wenn wir quitt sind, kann dein Junge kämpfen. Hör zu, Schneeflöckchen. Schneeflöckchen. Der Partner hat das Zeug im Heizraum versteckt, doch er wurde abgestochen, bevor er sagen konnte, wo. Finde die Medikamente für mich, dann kannst du kämpfen. Puknack. Okay, Alter, also müssen wir jetzt die Medikamente suchen. Da sind bestimmt auch noch Wachen und sowas, ey. Ja, Freunde, ich würde sagen, an dieser Stelle war es das hier vom kleinen Eindruck vom Prison Break. Also ich muss sagen, ich bin direkt wieder mittendrin, wie auch sieben in der Jahre Serie, ist es her. Alter. Also bisher fand ich das Spiel eigentlich ganz cool, die Einführung. Bin auch gespannt, was noch weiteres hier auf uns warten wird. Geil. Lasst auf jeden Fall mal einen Daumen nach oben, da schafft man vielleicht die 10.000 Likes, Leute. Und wie gesagt, Alter, wer die Serie noch nicht gesehen hat... Ey, das Spiel kam am 26. März 2010 raus. Also drei Jahre nachdem die letzte Staffel kam. Ich kann es nur jedem ans Herz legen. Dieser Typ, den wir gerade spielen, ist nicht in der Hauptserie mit dabei. Das ist eine etwas andere Story, aber so gut wie dieselbe. Also im Prinzip ist das dasselbe, dass Lincoln im Gefängnis ist, wegen dem Tod von dem Bruder der Vizepräsidentin. Und ja, Freunde, da würde ich sagen, war es das jetzt auch. Morgen geht's weiter mit dem nächsten Video. Ich habe heute leider nicht das zweite Video geschafft, weil das sollte eigentlich das Real Talk Video werden, aber das dauert einfach zu lang zum Schneiden. Das wird dann, denke ich, am Sonntag kommen. Morgen kommt WWE und würde ich sagen, Leute, das war's dann jetzt auch hier vom Prison Break. Euer Öni ist raus. Danke für alles. Haut rein. Ciao. Guck mal, Star Wars. Was geht ab, meine lieben Freunde, Freunde und herzlich willkommen zum nächsten Star Wars Jedi Survivor Let's Play. Geil, Alter. Geil. Das waren Zeiten.